Herzlich willkommen bei diesem Geburtshoroskop-Analyse nach indischen Astrologie. Die indischen Astrologen berechnen die Horoskopen anders, weil sie berücksichtigen die Präzession. Es ist eine sehr präzise Berechnung, aber anders als in westlichen Horoskopen. Nicht wundern, wenn ich erzähle, wo Sonne, Mond, Aszendent und die Planeten sich befinden, das ist anderes als in einem westlichen Horoskop. Diese Aufnahme ist eine Beratungsvideo. Liebe Asuarila, ich grüße dich. Das ist dein Geburtshoroskop-Analyse und ich möchte mich bedanken für dein Anvertrauen und auch für diesen Auftrag. In Teil 1 habe ich erklärt, was ist überhaupt ein Geburtshoroskop, und ich habe auch erklärt, was bedeuten diese 12 Lebensbereiche. Und jetzt geht es um die wesentliche, nämlich um dein Geburtshoroskop. In diesem Bild erscheint in die Mitte ein Engel. Dieser Engel heißt Melachel und hat die Zahl 23. Das ist ein persönlicher Schutzengel, weil herrscht er in dem Tag, wo du geboren bist. Engel Melachel ist Engel, der von Übel und Krankheit uns befreit. Heilung durch Pflanzen und Kräuter. Belehrt uns respektvoll mit der Natur umgehen. Lernt uns die Naturkräfte kennenlernen, damit vertraut zu sein. Hält Problemen und Krankheiten von uns fern. Hilft unserem mentalen Kräfte erfolgreich umzusetzen. Und jetzt zu diesem Horoskop. In diesem Augenblick, wo du geboren bist, ist die Tierkreiszeichen Schütze in Osthorizont aufgestiegen wie ein Sonnenaufgang. Und du bist ein Kind davon. Und diese Schütze-Energie beeinflusst dein Aussehen, deine Persönlichkeit, dein Auftreten, und so bist du auch wahrgenommen. Das ist wie ein Kostüm, was du trägst in dieser Lebensbühne, und diese Kostüme begleitet dich bis zu deinem Lebensende. Die Schütze gehört zum Feuerelement und das verleiht dir Kraft und Mut, alles in Bewegung setzen. Über die Tierkreiszeichen Schütze herrscht Jupiter und schenkt dir Optimismus und immer wieder Glück in dein Leben. Schütze ist beweglich, sportlich, liebt auch Schnelligkeit, hat viele Ziele, hohe Ideale. Das kann auch ein Problem sein, wenn viele Ziele auf einmal versucht umzusetzen, weil dann entsteht ein gewisser Stress. Aber wenn du konzentriert bist, zielbewusst, dann hilft dir das. Und das zeigt auch die Schütze, weil die Schütze zeigt in eine Richtung. Und die Richtung ist das Zentrum unserer Galaxie, der Milchstraße. Und energetisch ist in diesem Zentrum ist unsere Wünsche. Und wenn das deine Richtung ist und deine Wünsche lebst, dann hast du deinen Weg bestimmt. Und dann lenkst du die Aufmerksamkeit, die Energie auf diese Richtung ganz konzentriert, die Ziele nicht aus diesem Auge verlieren. Die zweite Lebensbereich
hat mit Werte, Wertschätzung, Selbstwertgefühl und Finanzen etwas zu tun. Und dieser Tor, weil jeder Lebensbereich hat ein geheimen Tor, dieser Tor öffnet sich mit Steinbock. Aber so wie das siehst, die Steinbock hat noch einen Einfluss, eine Färbung auf deine Persönlichkeit. Das unterstützt dich, deine Ziele im Tat umsetzen, weil die Steinbock gehört zum Erdeelement und das hat mit Realität was zu tun. Und Steinbock hat diese Stärke, die Ziele verfolgen und auch erreichen. Warum ist es so, dass das hier auch noch ein Einfluss ist? Das kannst du so vorstellen. In diesem Tag oder kurz vor deiner Geburt, ist die Tierkreiszeichen Schütze in Osthorizont aufgestiegen wie ein Sonnenuntergang, erreichte etwa die Mitte dieser Tierkreiszeichen und dann bist du geboren. Und aus diesem Grund hat die Schütze noch einen Einfluss auf den 12. Lebensbereich, wo die Geheimnisse liegen. Die 3. Lebensbereich zeigt deine Zeit der Schule, früher, wie hast du das erlebt, aber bedeutet auch Kommunikation, Austausch, Informationen, Medien, Internet und bedeutet auch Geschwister, Verwandte, Nachbarn, viele Dinge zum Entdecken in vertrauter Umgebung. Dieser Lebensbereich öffnet sich in ein Tor und in diesem Tor öffnet die Tierkreiszeichen Wassermann. Diese Wassermann-Energie beeinflusste deine Schulzeit, so dass du mit deinen Ideen in Zeit voraus warst, aber das kann sein, das wurde übersehen. Es war auch nicht einfach, konzentriert auf den Schulpflichten zu achten, weil du warst mit diesem Ideenreichtum beschäftigt und hast du dieses Bedürfnis nach einem gewissen Freiraum. Diese Ideenreichtum kannst du immer noch umsetzen im Tat, dich zu verwirklichen im Internet oder Schulungen anbieten. Beeinflusst auch deine Finanzen, weil die Wassermann hat einen Einfluss hier noch auf dem 2. Lebensbereich. Die Tierkreiszeichen Steinbock wirkt in der ersten Lebenshälfte eher bedrückend oder wurde Grenzen gesetzt. In der 2. Lebenshälfte wirkt die Steinbock anderes, angenehmer. Dann hilft, unterstützt uns, das in Ordnung zu bringen, in Form zu bringen, damit wir Halt, Sicherheit, Stabilität erleben. In jungen Jahren ist das eher einschränkend. Und das hat einen Einfluss auf deine Persönlichkeit. Das könnte bedeuten, strenge Elternhaus oder dass deine Talente, deine Werte wurden übersehen. Und da hast du diese Einschränkungen erlebt. Jetzt sind wir in den tiefsten Punkt des Horoskopes und das vergleiche ich immer mit einem Baum und das würde bedeuten, hier ist die Wurzel des Baumes. Und das ist die Basis, das Fundament und zeigt unserem Ahnen, unseren Vorfahren, unseren Traditionen, unserer Herkunft, unserem Zuhause. Und das gibt Halt im Leben. Und das zeigt deine Wohnsituation auch. Diese
Tor öffnet sich mit Tierkreiszeichen Fischen. Natürlich ist das der stärkste Einfluss auf diesen Bereich. Und es ist gar nicht einfach, diese Basis, diese Stabilität, dieses Fundament verspüren in ein Wasserelement. Weil die Tierkreiszeichen Fischen gehört zum Wasserelement. Aber wenn du das verstehst, was die Tierkreiszeichen Fischen vermittelt, dann findest du diese Stärke und auf diese Stärke kannst du bauen. Die Tierkreiszeichen Fischen bestehen aus zwei Fischen und tatsächlich ist es im Himmel auch so. Astronomisch heißt das den südlichen Fisch und den nördlichen Fisch. Und ich kann das so erklären, dass die beiden Fischen haben einen ganz großen Unterschied. Ich könnte sagen, sie schwimmen in verschiedene Richtungen, in Gegenrichtung. Die eine Richtung ist die ständige Angst, Unsicherheit, Schüchternheit, Zweifel und mit diesen Gefühlen sind die Fischengeborenen blockiert und sie haben das Gefühl, es geht nichts voran. Und dann entsteht eine gewisse so Selbstmitleid. Und wenn sie dann merken, dass andere um sich kümmern, dann bleiben gerne in dieser Energie, weil dann bekommen sie Streicheleinheiten. Und das wäre ein Fehler. Die richtige Richtung ist die andere Richtung und das sind die Träume. Die Träume und Visionen. Und das kommt von Neptun-Energie, weil Neptun herrscht über die Tierkreiszeichen Fischen und Neptun ist nichts anderes als Poseidon, das Gott des Meeres. Und Neptun beeinflusst unsere Träume. Und hier ist der Reichtum verborgen, das ist die Quelle, auch die Quelle der Intuition und Inspiration. Und das würde bedeuten, wenn du Träume hast oder eine Vision, dann lenk die Aufmerksamkeit auf diesen Traum. Beschäftige dich damit. Nimm auch dafür Zeit. Und dann kommt die Überzeugungskraft, dass du überzeugst davon bist, dass dieser Traum wahr wird, weil du daran glaubst, weil du diesem Traum und dieser Kraft vertraust. Vertraust an dir selbst, vertraust an diese Vision und vertraust an Gott. Und dann loslassen und Ruhe bleiben, geschehen lassen. Was passiert? Das schwimmt alles auf dich zu. Und wenn du das verstehst, dann verspürst deine innere Kraft. Und das ist die Basis. Auf diese Kraft kannst du bauen. Und von hier aus, weil das ist die Wurzel, von hier aus, von deiner Inspiration, von deiner Intuition, kann alles wachsen und dehnen. Der nächste Lebensbereich ist der fünfte Lebensbereich. Hier sind die Kinder. Das bedeutet deine eigenen Kinder, später deinen Enkelkinder, bedeutet auch deine eigene Kindheit, dein inneren Kind. Und wir können von den Kindern vieles lernen, das Spielerische, etwas spielerisch, schöpferisch gestalten und das schenkt uns Lebensfreude. Und dieses Tor öffnet sich mit Tierkreiszeichen Widder und die Widder hat noch einen Einfluss auf die Wohnsituation. Diese Widder-Energie könnte ein Hinweis sein, dass du dich immer wieder behaupten musst,
manchmal im Bereich wohnliche Situation und in deiner Kindheit musstest du auch ständig dich behaupten. Dann kommt der Bereich die Arbeit und Pflichten und auch die Gesundheit. Dieser Lebensbereich öffnet sich mit Stier. Und die Stier hat aber noch einen Einfluss auf die Kinder. Diese Stierenergie im Bereich Arbeit bedeutet, dass du kreativ bist und du möchtest ruhig, gemütlich, ohne Stress arbeiten zu können. Wenn das zu stressig ist und das dich nervt, die Arbeit, die beruflichen Situation oder diese Umwelt, das kann dich sogar kränken. Der siebte Lebensbereich und das ist die Partnerschaft, öffnet sich hier der Tor mit Tierkreiszeichen Zwillinge. Hier im ersten Lebensbereich ist dein Geburtsmoment und hier gegenüber ist ein Spiegel. Und das ist dieser Spiegelblick, nennt man das. Und in diesem Spiegelblick siehst du deinen Seelenpartner. Und das im Moment deiner Geburt. In diesem Moment schauen wir noch in diese Richtung. Und wir sehen unseren Seelenpartner oder Seelenpartnerin in diesem Spiegel. Und dann wird das übergehen in unserem Unbewussten. Die achte Lebensbereich hier ist gar nicht einfach zum Erklären, weil hier handelt sich um Tod. Und dieser Tod bedeutet nicht unbedingt Todesfälle, wobei das hat mit Erbschaft auch was zu tun. Aber in erster Linie handelt sich das Loslassen, dieser Prozess, das Loslassen. Hier ist Pluto im Werk, ein Pluto-Energie. Alles verabschieden, loslassen, kündigen, trennen, was die Energie raubt, weil das ist die Überlebensenergie, könnte ich das so sagen. Pluto hält das Leben erhalten, hat einen Einfluss auf die Jahreszeiten, das Kreislauf des Lebens, sorgt dafür, dass wir in tiefen Schlaf erholen können, sorgt dafür, dass unsere Zellen erneut sind und hat einen Bezug zum Sexualität und die Sexualität erhält auch alles im Leben, weil ohne das könnten wir nicht geboren werden. Diesen Bereich hat aber auch noch ein anderes Thema und das kommt daher, dass es genau gegenüber vom zweiten Lebensbereich liegt und spiegelt etwas und das sind die Finanzen. Und hier sind die Ämter wie Finanzamt oder Banken, Investitionen, Erbschaften, das Geld des Partners, all diese Themen sind auch in diesem Lebensbereich. Und das öffnet sich mit Krebs. Und diese Krebsenergie kann natürlich bedeuten, dass familiär wirst du da Themen haben, was die Finanzen betrifft. Entweder das Geld von Partner oder Erbschaften, damit kannst du rechnen. Kann auch bedeuten Investitionen und das in einer Familie, wie ein Familienbetrieb, die Selbstständigkeit zum Gründen. Aber diese Krebsenergie bedeutet auch ein gewisser Rückzug. Rückzug, einen inneren Zuhause zu haben. Ich könnte sagen, einen inneren Tempel aufbauen, damit du zur Ruhe kommst, dass dieser ganze Transformationsprozess geschieht und dass du diese inneren Ruhe findest. Der neunte Lebensbereich ist Ausland, Reisen, hohe Bildung
Und diese Reise kann auch eine innere Reise sein. Die Suche nach Gott, das Suchen nach Sinn des Lebens, so philosophischen und auch religiösen Fragen zum Stellen. Und diese Tor öffnet sich mit Löwe, aber die Löwe hat noch einen Einfluss auf den achten Lebensbereich. Und jetzt sind wir im Krone, das Horoskop, das ist das Höchste, was man erreichen kann. Zeigt auch, wie du deine Ziele erreichst und auch deine Berufung. Und dieser Lebensbereich öffnet sich mit Jungfrau. Und das ist die Ordnung. Hier bei dieser Tierkreiszeichen Jungfrau ist auch die Heilenergie. Und das ist so ähnlich, wie das dein Schutzengel auch zeigte. Im 11. Lebensbereich sind unsere Wünsche, unsere Sehnsüchte, aber auch Freundschaften und soziale Kontakte, Gruppe von Menschen, die gleichgesinnt sind, wie zum Beispiel ein Sportverein. Dieser Lebensbereich öffnet sich mit Waage. Das hat zwei Bedeutungen. Das kann bedeuten, dass angenehme Kontakte hast, kann aber auch bedeuten, du möchtest dich beliebt zu machen im Freundeskreis und kannst du nicht Nein sagen. Und manchmal fühlst du dich dann ausgenutzt, wenn da zu wenig Dankbarkeit zurückkommt. Und das erschwert ein bisschen die Entscheidungen. Die 12. Lebensbereich sind die Geheimnisse, die tiefe Geheimnisse des Lebens, auch karmischen Themen. Und hier sind auch dieses Gefühl zu verspüren, was passiert hinter unserem Rücken, was passiert hinter geschlossenen Türen, etwas aufdecken. Und hier liegen auch unsere geheimen Feinde. Und diese Tor öffnet sich mit Skorpion. Und mit diesem Skorpion-Energie hast du einen Sieg über deine geheime Feinde, das kann ich dir sagen. Und jetzt schauen wir an, wo befindet sich Sonne, Mond und die Planeten. Sonne ist in Tierkreiszeichen Fischen und befindet sich bei dir im 4. Lebensbereich. Also im Fischen und hier im 4. Lebensbereich. Und das ist dein Bedürfnis, diese Basis zu haben, dieses Fundament, die Sicherheit, Stabilität. Mit Fischenenergie, wie ich schon sagte, nicht ganz einfach, weil das Wasserelement ist und das soll stabile Boden für dich geben. Aber wenn du verstehst, was die Tierkreiszeichen Fische bedeutet, was ich erzählt habe, dann hast du dieses Vertrauen an dir selbst, auf deine Intuition und dann kann dich nichts erschüttern im Leben, weil das, was dir die Halt gibt. Mond befindet sich in Tierkreiszeichen Widder, das heißt, du bist kurz nach Neumond geboren, also Mond im Tierkreiszeichen Widder im 5. Lebensbereich. Mond ist auch Mütterlichkeit und das bedeutet, du liebst deine Kinder, aber kann, wenn wir zurückdenken oder wenn du zurückdenkst auf deine Kindheit, kann passieren, gerade hier mit Widder-Energie, dass du hier Mutterthemen hast, dass das gar nicht so einfach war für dich. Mars ist die Kraft und mit dieser Kraft kannst einiges in Bewegung setzen. Es ist eine männliche Energie, was wir Frauen auch haben, weil mit dieser Mars-Energie können wir uns durchsetzen im Leben, bedeutet aber auch der Mann. Dein Mars ist rückläufig und diese Rückläufigkeit zeigt karmischen Themen. Dein Mars ist im Waage. Und
im 10. Lebensbereich. Im Waage und wirkt hier im 10. Lebensbereich. Du musst dich immer behaupten, beruflich, dich durchboxen. Und das ist gar nicht einfach im Tierkreiszeichen Waage, weil Mars kann sich nicht so gut im Waage sich entfalten. Warum? Weil Mars setzt alles schnell in Bewegung und setzt dich durch. Und Waage überlegt erstmal alles, wiegt das alles ab. Und Waage vermittelt Harmonie und Schönheit und Frieden. Und das passt zu diesem kriegerischen Mars nicht. Weil Mars ist nichts anderes als der Kriegsplanet Ares. Und gerade im Waage, wo um Frieden geht und Harmonie und alles, das ist für Mars nicht ganz einfach. Das heißt, du möchtest dich behaupten. Und da hast du auch karmische Themen, weil Mars ist rückläufig. Aber es ist schwierig. Kann auch passieren, dass du dich durchsetzt. Dann spürst du die Mars-Energie in dir und dann bereust du das, weil dann denkst du, oh, ich wollte eigentlich gar niemand verletzen und entschuldigst dich oder hast du Schuldgefühl. Merkur ist der Planet der Kommunikation und Handlungen. Merkur ist im Tierkreiszeichen Fischen und das im 3. Lebensbereich. Merkur fühlt sich im 3. Lebensbereich wohl, weil das in Kommunikation und Lernen und Wissen vermitteln und Kontakte und Bewegung. Das passt wunderbar zum Merkur-Energie. Dann kommt dazu noch die Fische, diese fließende und diese Kreativität, die schönen Worte auch. Und das ist so deine Begabung, diese schriftstellerische Begabung. Oder du könntest gut in Medien arbeiten. Weil dann kommt diese bildhafte, künstlerische von Fischenenergie. Jupiter befindet sich im Krebs. Und das im 7. Lebensbereich. Und das bedeutet in Partnerschaft. Jupiter begünstigt es. Das bedeutet, sei optimistisch. Jupiter gibt dir die Chancen, Möglichkeiten und Glück in die Liebe, Partnerschaft. Venus ist deine weibliche Energie. Das bist du als Frau. Venus ist im Stier und Venus fühlt sich pudelwohl im Stier. Weil Venus herrscht über Waage und herrscht über Tierkreiszeichen Stier. Und das hast du im 5. Lebensbereich. Und das hat mit Kindern etwas zu tun. Das findest du auch sehr schön. Aber in diesem 5. Lebensbereich heißt auch Lebensfreude im Stier sowieso. Also genieße die Liebe, Partnerschaft, auch die Intimität. Aber in diesem 5. Lebensbereich liegt auch die schöpferische Kraft, etwas gestalten. Und mit dieser Venus-Stier-Energie hast du einen guten Geschmack, etwas geboren werden lassen, dein Werk, deine Kunst. Saturn belehrt uns. Saturn korrigiert unseren Schicksalsweg, Saturn hütet der Karma und Saturn belehrt uns, der große Lehrmeister. Wo hast du deine Lernaufgabe? Das ist im Tierkreiszeichen Fischen und das im 3. Lebensbereich. Und das kann ein Hinweis sein auf die Schulzeit mit diesem Wassermann-Energie. Wassermann öffnet den Tor zu diesem Lebensbereich, dass du im Zeit voraus warst.
Und das wurde übersehen oder nicht erkannt. Und die Lehrer oder Erwachsenen oder deinen Eltern haben gesagt, ja, du bist so unkonzentriert und du bist nicht so gut in die Schule. Und natürlich, diese Saturn-Energie erschwert das bisschen, diese Schulzeit. Aber Saturn belehrt dich genau, das ist deine Stärke, was damals übersehen wurde. Hier hast du Merkur. Wassermann gibt dir die Ideen, dieser Ideenreichtum. Dann die Fischenenergie, wie ich schon sagte, deine Begabung, dass du in Sprachen sehr gut bist und dass du lernen kannst, ganz leicht lernen kannst und auch schön vermitteln kannst, all das, was du gelernt hast. Aber du traust das nicht zu, weil das war beschränkt. In deinen jungen Jahren war das beschränkt. Und Saturn zeigt, genau das ist deine Stärke. Uranus bringt Umbrüche und Veränderungen. Uranus ist rückläufig. Hast du da auch karmische Themen? Uranus ist im 9. Lebensbereich. In Tierkreis zeichnen Löwe. Und hier hast du Umbrüche, Veränderungen. Das kann eine Bildung sein, eine höhere Bildung oder Verbindung zum Ausland, aber kann auch die Spiritualität bedeuten. Neptun zeigt deine Träume, deine Visionen. Neptun ist auch rückläufig und befindet sich in Skorpion, aber im 11. Lebensbereich, wo die Freundschaften liegen. Das kann bedeuten, dass du Freunde findest, die unterstützen deine Kreativität und lassen dich inspirieren. Die 11. Lebensbereich ist auch eine Gruppe von Menschen, die gleichgesinnt sind, dass du in einer Gruppe wohlfühlst, wo um Kunst geht und Kreativität geht. Aber Neptun täuscht manchmal, weil das ist so bildhaft, dass man kann nicht greifen und viele Menschen leiden dann, weil andere erzählen ein Märchen und wir neigen dazu, das zum Glauben, was die uns erzählen, und haben wir kein richtiger Bezug zur Realität, weil wir das nicht einschätzen können, ob das jetzt die Wahrheit entspricht oder jemand versucht, was uns erzählen und täuscht etwas vor. Und das kann natürlich diese Neptun-Energie auch sein. Und das erlebst du im Freundeskreis. Und damit möchte ich sagen, du kannst nicht jedem vertrauen. Und da hast du auch karmische Themen, weil Neptun ist auch rückläufig. Pluto zeigt die innere Kraft, diese Konzentration, in diesem Kraft zu bleiben. Pluto lässt es gar nicht zu, dass jemand oder etwas diese Kraft raubt, weil das ist die Kraft, was alles im Leben erhalten bleibt. Das ist der Kreislauf des Lebens. Etwas absterben lassen, damit etwas Neues geboren werden kann. Pluto ist bei dir in Tierkreiszeichen Löwe und das im 9. Lebensbereich. Das, was dir die innere Kraft gibt, entweder Ausland, Auslandskontakte oder Religion oder Spiritualität oder Wissen oder Wissen vermitteln, eine höhere Bildung. Rahu und Ketu. Ketu ist die absteigende Mondknoten. In indischen Astrologie heißt Drachenschwanz und zeigt alte Karma, alte karmische Themen. Diese Ketu befindet sich in Tierkreiszeichen Waage und da hast du karmische Erfahrungen gemacht. Und da hast du auch Lernaufgabe.
Und das ist hier im Bereich Freundeskreis und die Berufung. Dass du im Freundeskreis achtsam sein sollst, dass du nicht jeder vertraust und dass du deine Kreativität lebst und das umsetzt in deinen Berufung. Rahu ist der neue Weg, das, was du noch nicht kennst, wo du dich nicht auskennst. Deine Seele braucht aber diese Erfahrung und das ist in dir Kreiszeichen Widder. Und die Widder-Energie, das, was du lernst, weil du brauchst es, mutig zu sein, etwas Neues zu beginnen, all das, was dich begeistert. Und den Lebensbereich, wo das wirkt, das ist deine häusliche Situation und die Kinder. Das kann auch dein inneren Kind sein, dass du in dein inneren Kind arbeiten sollst und sagen immer wieder zu dir selbst, oh, ich bin ganz stolz auf dich, das hast du gut gemacht, weil das, was uns innerlich stärkt. Wenn du dieses Bild anschaust, dann siehst du, in welchen Lebensbereiche für dich persönlich wichtig sind. Das ist die Kommunikation, die Schule, die Bildung, die kleineren Reisen, die Verbindung zu deinen Geschwistern, zu Verwandten oder zu Menschen in deiner vertrauten Umgebung. Dann deine Wohnsituation, dann brauchst du eine Basis, ein Fundament, wo du das Gefühl hast, hier bin ich angekommen. Dann ist wichtig die Kindheit, das innere Kind oder die Bezug zu deinen Kindern, dann diese schöpferische Energie, die Lebensfreude. Dann ist wichtig die Liebe, Partnerschaft. Und ist wichtig Reisen, Ausland, Auslandskontakte, hohe Bildung, religiösen Themen, Spiritualität. Ist wichtig, die Berufung zu leben und im Freundeskreis, Bekanntenkreis ein bisschen kritischer sein, da aufräumen. In indischen Astrologie gibt es auch Mondhäuser und das bedeutet die Tagesbewegung des Mondes. Das ist eine Art Mondkalender und beschreibt, welche Einflüsse von Sternen wir haben. Dein Lagna oder Aszendent ist Schütze und dieser Mondhaus heißt Purvashada und heißt Wurzel. Und das ist die Zentrum. Du brauchst dieses Gefühl zu haben, hier bin ich verwurzelt, verankert. Ich habe Halt im Leben. Und dieses Mondhaus zeigt auch deine Wünsche und deine Bedürfnisse. Und das ist für dein persönlichen Anliegen. Für dich ist das sehr, sehr wichtig, dieses Fundament, diese Basis. Weil das entspricht deinen Wünschen und Bedürfnissen. Sonne befindet sich in Tierkreiszeichen Fischen, hier, und dieser Mondhaus heißt Revati, das ist die letzte Mondhaus, und das bedeutet übersetzt, etwas in einen krönenden Abschluss zu bringen. Du zeigst in dein Leben richtig angekommen zu sein. Und dieser letzte Mondhaus zeigt noch etwas, das ist wie ein Brunnen, und das ist die Intuition und Inspiration. Und das ist deine Quelle, das ist deine Basis. Und da sollst du angekommen zu sein. Und mit dieser Energie kannst du vieles erreichen in dein Leben. Mond befindet sich im Widder, hier. Und dieser Mondhaus heißt Prahparani. Und das ist steht in Verbindung mit Mütterlichkeit. Oder könnte ich sagen, wie Mutter Erde. Und das ist wie eine Geburt, wie eine Neugeburt, gerade im Bereich Kinder. Du brauchst in dein Leben erstmal Zeit, natürlich deine Mütterlichkeit und dass du Kinder liebst. Ganz klar. Aber für dich persönlich auf dein inneren Kind arbeiten.
und diese Kindheitserinnerungen, Themen bewältigen. Und das soll für dich wie eine neue Identität, wie eine Neugeburt sein. Und daran liegt deine Kraft. Wieder ist Kraft. Mars ist rückläufig in Tierkreiszeichen Waage. Hier die Mars-Energie. Und befindet sich in einem Mondhaus. Und dieser Mondhaus heißt Chitra. Und hier ist der Balancepunkt. Waage auch, balanciert etwas aus. Damit du in Kraft bleiben kannst, weil Mars bedeutet auch Kraft, brauchst du die inneren Ruhe, die inneren Gleichgewicht unbedingt. Wenn das um die Liebepartnerschaft geht und hast du auch mit Mars-Energie was zu tun, weil das ist der Mann, brauchst auch die Gleichgewicht. Nehmen und geben, im Gleichgewicht zu sein. Und hier wird dieser Mondhaus von Spica bestrahlt. Dieser Spica ist die Weizenehre der Jungfrau. Wirkt aber in diesem Grenzbereich Jungfrau und Waage. Und das bedeutet Ernte. Du wirst Ernte tragen. Überall, wo du deine Kraft einsetzt, kommst auch ins Ziel, das trägt Früchte. Aber bis diese Ernte da ist, es braucht Zeit. Also du brauchst immer wieder mal Geduld. Und diese Rückläufigkeit von Mars bremst dich auch ein bisschen, dass du nicht so stürmisch reagierst. Aber im Waage bist du sowieso nicht so stürmisch, das wäre eher wieder Energie. Merkur ist in Fischen und dieses Mondhaus heißt Purvapatra und wird von Pegasus bestrahlt. Ich erzähle dazu die Geschichte, damit Pegasus verstehst, weil das beeinflusst deine Merkur-Energie. Merkur ist der Planet der Handlungen und Kommunikation, aber zeigt die Zeit, Kindheit und Jugend. Weil Merkur steht in Verbindung zum Kindheit und Jugend. Pegasus. Es gab einmal eine Königin Cassiopeia und sie prahlte überall, dass ihre Tochter Andromeda sei die schönste. Sie ist sogar schöner als die Meeresjungfrauen. Und die Meeresjungfrauen haben sich beschwert bei Gott des Meeres, Poseidon, was nichts anderes ist als Neptun. Und Poseidon schickte den Walfisch in diesem Königreich, diese prahlende Königin zum Bestrafen. Und dieser Walfisch kam an und dachte, oh, warum sollte ich das machen, was mir Poseidon befohlen hat? Ich mache, was ich will. Und nahm die Königstochter Andromeda und fesselte in einen Felsen. Und in Nähe war Medusa. Medusa hatte so Schlangenhaare und die Geschichte erzählte, der jede, wo Medusa erblickt, bekommt Angst und wird so unbeweglich wie ein Stein. Und so war das auch bei Andromeda, sie hatte Angst. Bis dann Perseus kam und befreite Andromeda und tötete Medusa. Und in dem Moment wurde Pegasus befreit aus dem Mutterleib. Das heißt, Pegasus ist der Sohn von Medusa. Und das war die Befreiung von Pegasus. Das ist ein weißes Pferd mit Flügel und kann fliegen. Und das ist die Befreiung von Angst. Und das beeinflusst dein Merkur-Energie, das heißt Angst in Kindheit, Jugend und wenn bei Sprache geht, du hast Angst, das zu sagen, was du sagen möchtest. Jupiter ist im Krebs und dieser Mondhaus heißt Punarvashu, wird von Sirius bestrahlt. Hier ist Jupiter, hat einen Einfluss auf deine Partnerschaft und hier wirkt Sirius.
Sirius ist einer von den hell leuchtenden Sternen im Himmel und ich denke sogar das hellste Stern überhaupt und wurde bei den Ägyptern verehrt. Und Sirius ist dieser Glanz. Und dieser Glanz bekommst du in die Liebe Partnerschaft. Und Sirius zeigt die Richtung Nordpol. Und da brauchst du die Richtung, Orientierung. Aber du achte auch auf deinen Jupiter. Sei mit deiner eigenen Größe auch bewusst. Wenn du dieses Selbstvertrauen hast und bist in diesem Bewusstsein, mit deinen eigenen Größen bewusst und bist du optimistisch, hast du diesen Glanz in die Liebe Partnerschaft. Und das ist die Richtung. Und dieser Sirius zeigt es auch. Du erreichst das. Venus im Stier befindet sich im Mondhaus Kritika. Hier wird von Plejaden beeinflusst. Die Plejaden sind die sieben Regengeschwister. Da regnet. Und hier ist wichtig, auf unsere Einstellung achten. Sind wir die Verlierer im Leben oder sind wir die Gewinner im Leben? Das liegt an unserer Einstellung. Und das steht in Verbindung mit Märchen Frau Holle. Sind wir die Pechmarie im Leben oder sind wir die Goldmarie im Leben? Regnet hier Gold oder regnet hier Pech? Und das erlebst du in die Liebe Partnerschaft, weil das ist die Venus-Energie. Also sei von der Liebe überzeugt, Jupiter unterstützt das, Sirius bestrahlt das auch, das ist dieser Glanz. Und sei in diesem Vertrauen. Und da hast du die richtige Einstellung, dann erlebst du, hier regnet Gold und das sind Werte. Und diese Werte und Wertschätzung erlebst du dann in die Liebe Partnerschaft. Saturn ist hier in Tierkreiszeichen Fischen und dieser Mondhaus heißt Uttarapadra und das ist ein Reinigungsprozess. Dein Gedanken, Gefühlen in freien Lauf lassen, ein Austausch geben und nehmen und hier im dritten Lebensbereich handelt es sich auch um Wissen, Wissen vermitteln, Wissen annehmen, ein gewisser Austausch. Ketu, die alte Karma, alte karmischen Erfahrungen im Waage, hier oben, befindet sich in einem Mondhaus und dieser Mondhaus heißt Swati und das bedeutet übersetzt Sva, Selbst, Ati, Seele, kümmer um dein Selbst, kümmer um deine Seele. Dieser Mondhaus wird beeinflusst von einem Sternbild und das heißt das Kreuz des Südens. Dieses Sternbild ist im Südhalbkugel sichtbar und hier in diesem Sternbild befindet sich die Südpol. Wieder dient zum Orientierung. Und dieses Kreuz des Südens wird in Verbindung gebracht mit spirituellen Themen und mit religiösen Themen. Und das ist die Richtung, das ist die Orientierung. Da findest du dein Selbst und da findest du deine Seele oder deine Seele führt dich in diese Richtung. Rahu, dein neuer Weg, was die karmischen Weg, was deine Seele ausgesucht hast, weil du brauchst das zum Lernen, das befreit dich auch. Das ist hier wieder und Parani heißt dieser Mondhaus und das ist die Mutter Erde, die Mütterlichkeit, hier Mutterthemen und bedeutet aber auch für dich selbst wie ein Neugeburt. Uranus bringt Umbrüche, Veränderungen, rückläufig zeigt karmischen Themen im Löwe. Dieser Mondhaus heißt Uttarapalguna und das heißt, etwas Altes kehrt zurück und das bringst du zu Ende. Aber du brauchst Zeit und Geduld. Lass das reifen lassen und bleib in diesem Vertrauen, dass diese Ernte kommt. Es trägt Früchte. Neptun, hier auch rückläufig, auch karmischen Themen, im Skorpion
befindet sich in ein Mondhaus und dieser Mondhaus heißt Vishakha, das ist eine Feuergöttin. Und diese Feuergöttin wurde verehrt, weil hat die Tempelfeuer gebracht und dieser Tempelfeuer war die Reinigung, ein Reinigungsprozess. Und Vishakha verbrennt etwas, nicht als zerstörerische Kraft, sondern verbrennt all das, was im Weg steht, was hindert. Das kann auch Angst oder Zweifel, also es kann auch um Gefühle handeln. Alles aus dem Weg räumen, verbrennen, ich könnte sagen loslassen, trennen, kündigen, was dich stört, all das, was im Weg liegt. Das zeigt hier Vishakha. Pluto ist diese innere Kraft im Löwe und dieser Mondhaus heißt Purva Palkuna und das heißt eine vitale Energie und Bewegung kommt zur Vollendung, aber das muss reifen lassen. Sonne, Mond und die Planeten sind miteinander auch verbunden, das ist wie ein Netzwerk, die kommunizieren miteinander, welche Verbindungen hast. Rahu und Ketu, die beiden Mondknoten, die alte Karma und die neue Richtung, bestrahlt dein Geburtsmoment, dein Aszendent sehr günstig. Das heißt, du hast eine sehr gute Karma und das trägt Früchte. Sonne steht mit Uranus in Verbindung. Sonne ist die Lebensenergie, symbolisiert auch dein Selbst, auch dein Herz. Und Uranus bringt diese plötzliche Veränderungen im Leben, manchmal kommt das unerwartet. Und die beiden stehen in einem Quinkungsaspekt, nennt man das, in einer Verbindung. Und diese Quinkungsverbindung heißt ein Vielleicht, ich weiß es nicht. Das kannst du so vorstellen wie ein Pendel, wo vor dir ist und unbeweglich ist. Und jemand würde dich fragen, sollst du beschreiben, was denkst du, in welche Richtung schlägt diese Pendel aus? Du kannst das nicht wissen. Du kannst sagen, ja, vielleicht links, vielleicht rechts, vielleicht bleibt stehen, ich weiß es nicht. Und genau das löst in deinem Inneren aus. Und diese Unsicherheit kommt immer, wenn unerwartete Ereignisse kommen oder Veränderungen. Dann stehst du da. Und plötzlich, so fühlst du dich auch, ich weiß es nicht, soll ich nicht, oh, wie soll ich mich entscheiden, kommt diese Unsicherheit. Dein Mars und Venus steht in selben Verbindung, auch ein Quinkungsverbindung. Und das hat mit Liebe, Partnerschaft was zu tun, weil Mars ist der Mann, Venus ist die Frau. Also hat mit Liebe, Partnerschaft etwas zu tun. Das gleiche Verbindung, diese Quinkungsverbindung, soll ich nicht, vielleicht klappt es nicht. Hier ist wichtig, diese Unsicherheit überwinden und im Vertrauen bleiben. Mars und Jupiter stehen in einer Spannung und das kommt dann, wenn du versuchst, dich zu behaupten im Leben. Deine eigenen Mars-Energie, wo du dich einsetzen möchtest für etwas und dann fühlst dich dazu zu klein. Oder bei Jupiter kann auch um Gerechtigkeit handeln, wo du dann denkst, wenn ich mich jetzt durchsetze, das verletzt anderen und das ist so ungerecht. Natürlich kann das auch bedeuten. Aber steh zu deiner Größe. Und wenn das angebracht ist und du musst dich durchsetzen, dann tu das auch, ohne Schuldgefühl zu haben oder schlechtes Gewissen. Mars und Merkur steht auch eine Quinkungsverbindung. Wieder diese Pendel als Modell, zeige ich mal das. Hier handelt es sich um deine eigenen Kraft, Mars und Merkur, die Sprache, die Kommunikation, wo du dann sagst, soll ich das überhaupt sagen? Oh, wenn ich das sage, dann verletze ich andere, das ist vielleicht aggressiv. Wenn ich das sagen
möchte, wenn ich das sage, was ich eigentlich sagen möchte, weil ich habe jetzt so eine Wut in mir, aber ich darf das so nicht ausdrücken, entsteht wieder dieser Zweifel, soll ich nicht, oh, vielleicht der andere reagiert anderes drauf, als ich erwarte, wieder diese Unsicherheit. Denke immer auf diesen Pendel. Aber bei Mars und Merkur handelt sich auch erstens um die Sprache, dann auch zum Lernen. Vieles kommt von Kindheit, weil Merkur zeigt die Zeit der Kindheit und Jugend, aber bedeutet auch die Kommunikation mit Männern. Also wieder liebe Partnerschaft, wo du sagst, oh, ich möchte meinen Gefühlen ansprechen, aber ich weiß nicht, ob das richtig ist. Also dieser Quinkungsaspekt, dieser Pendel, wo du dann nicht weißt, soll ich nicht, vielleicht wäre gut, aber ich weiß es nicht. Jupiter steht eine wunderbare Verbindung zum Merkur. Jupiter zeigt deine Werte, deine Größe und deine Weisheit. Merkur ist auch das Wissen. Und Merkur zeigt deine Jugend, dein Kind, deine Kindheit, deine Jugend. Und das ist, was für dich enorm wichtig ist, was dir damals nicht vermittelt wurde. Deine Weisheit, dein Wissen, deine Begabung, deine Größe, deine Werte. Und Jupiter unterstützt dich dabei. Wenn du das erkannt hast, dann bist du sehr weise und kommst viel weiter. Das ist eine wunderschöne Verbindung. Liebe Asuarila, das war diese Geburtshoroskop-Analyse, die Teil 2. Ich bedanke mich nochmal für dein Anvertrauen. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.